Wow, wow, wow! Hey, wer schießt denn da? Der schießt auf den Boden. Was ist das? Nein, nein! Die haben einen erschossen. Oh nein, der schießt nicht! Was ist denn hier los? Hold up, hold up, hold up! Nein, 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 das ist ein Eigentümer. Nein, raus! Fahr weg, Mensch! Fahr weg, genau, ich zieh die Knarre ab! Ich verschwöre den Eingang. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Epic. Heute natürlich wieder zusammen mit dem Balui und dem Klüm. Hallo! So, und wir sind jetzt zum Flughafen gefahren und irgendwie ist es hier komisch, weil da oben brennt etwas und das da sieht irgendwie so aus, als wäre hier auch ein bisschen Paddy. Hier steht auch ein Heli. Hier rechts ist auch ein kleiner Hummingbird. Der fliegt einfach in der Luft und brennt. Nee, bei mir, was? Jo. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Lol. Also ich habe natürlich meine Nobelkarre jetzt erstmal abgeholt. Ey, können wir den Heli klauen hier? Weiß ich nicht, hast du Dietrich mit? Nein, ist der abgeschlossen? Weiß ich nicht, ich habe nicht geguckt. Klüm fährt ja einfach weiter. Mal. Ja, Klüm, fahr mal zurück. Oh Mann, ich gehe jetzt. Ja, gucken, ich muss mich. Ja, nee, ich glaube, er guckt ja schon. Der steht auf der Kartbahn. Da über uns ist noch ein Flugzeug, ein aktives. Ja, egal. Und da ist noch ein Auto, was da uns entgegenkommt. Also hier scheint der ist abgeschlossen. Der ist abgeschlossen. Okay, ja, schade. Dann hätten wir, wenn wir jetzt was mit hätten, aber. Wer ist denn da über uns? Warte, gucken wir mal. Dann hätten wir jetzt was wir mit hätten. Was? Wenn wir jetzt nicht mit hätten. Ach so, das ist Tom Zander. Ich weiß nicht, hier. Kann ich dir mal zeigen, eine richtige Nobelkarre. Neben mir sitzt übrigens der Reinhard. Hallo Reinhard. Ja, hallo. Hallo Günther. Ja, hallo. Da. Und das Auto ist richtig geil. Das hat auch einen grünen Tacho. Ja, ohne Geschwindigkeit. Ja, oh ja. Oh, das ist geil. Ein grüner Tacho, Alter. Pass auf, jetzt ramm nicht den Zander. Mega. Was, den Zander ramm? Okay. Fernlicht in der Karre, Alter. Und das Ding hier fährt halt so schnell, dass wir damit locker so ein Auto rammen könnten. Und Zander können wir locker überholen. Guck mal jetzt. Nein, nein, Zander, Alter! Stopp, 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 Klüm, hier rechts, hier rechts. Müssen wir auf den Parkplatz. Bam, so ein Feuerball. Junge. Warum wir so lachen über dieses so ein Feuerball, guckt auf jeden Fall in der letzten Folge mal rein. Da ist nämlich etwas passiert, was nicht so gut war. Und hier ist richtig Stress am Arsch. Nein, nicht zu schnell, nicht zu schnell über die. Ha, Bordsteinkante. Fahr zurück. Warum? Was ist los hier? Alter! Was los? Was schreist du da? Los! Nicht auf uns zielen! Oh, ich fahr weg. Tschüss. Ey, warum zieht die Polizei? Nee, stopp! Fahr doch mal dahin! Fahr doch mal dahin! Ja, ich muss mich da drehen jetzt! Ich hau ab! Ich fahr übers Flugfeld! Ja, lass uns doch mal hingehen. Wir müssen doch mal gucken, was da los ist. Hör mal, in unserem Alter, da erlebt man nicht mehr so viel Action. Da sind ganz viele Polizisten gekommen. Und der Regen ist immer noch an. Hallo. Mach doch mal Toggle Downfall. Toggle Downfall. Was? Ich hab nichts verstanden. Guten Tag, ich verstehe sie nicht. Warte. Ja, mach ich auch mal eben. Wow, wow, wow! Hey, wer schießt denn da? Der schießt auf den Boden. Ist das? Nein, nein! Die haben einen erschossen. Oh nein, der schießt nicht! Was ist denn hier los? Hold up! Nein, das ist ein Eigentümer. Nein, raus! Ja, fahr weg, genau, ich zieh die Knarre ab. Ich versperre den Eingang hier. Wo sollen wir hinfahren? Ich wollte einen Hubschrauber kaufen. Da bei dem Halt, da war der Händler. Ey, die haben den Bullen erschossen. Guten Tag. Die haben den Bullen erschossen. Hallo, ich hab gehört, Sie sind einer von den süßen Boys. Nee, Fahrzeug-Channel reden. Ach, nicht von den süßen Boys. Ach so. Wo haben Sie uns denn da jetzt reingezogen? Wieso sind Sie bei uns im Auto mit drin? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie die alle Kopf reden nicht mehr mit uns. Ich bin nicht aus dem Pirsch mich an. Gefesselt und dann waren Sie im richtigen Zeitpunkt da, um mich mitzunehmen. Da bin ich einfach mal klar. Ja, toll. Jetzt sind wir auch noch diejenigen, die Sie unterstützen und die auch noch hier die Leute mit entführen, oder was? Also ich will nicht mehr reden. Ich fahre jetzt gegen das Haus. Nein! Fahr mal zum Helikoptershop. Okay. Ich halte Sie da raus, wenn Sie fragen, die Polizisten, wer mir geholfen hat. Hey, wir könnten den bei der Polizei abliefern, was halten wir denn davon? Nein, lass den mal nicht abliefern. Tana, kannst du da... Wow, ich muss bremsen! Bremsen! Ich steige jetzt hier aus. Ich muss ja echt sagen, der Flughafen ist echt scheiße. Die Fenster sind kaputt. Schieß bloß das Auto ab hier. Hallo! Oh Mann, ist das laut hier! Was ist denn hier los? Ich folge jetzt einfach mal dem Kanal.
Ich weiß nicht, irgendwo muss es solche Flugzeughändler. Ja, hier drüben, hier ist der, hast du den nicht gesehen? Wo? Wie bei Ralfing eigentlich. Wo bist du denn, Günther? Was tut die da zusammen, LKW? Hier ist der, hier, Zander, komm zu mir. Warte mal. Oh, was ist das? Oh, jetzt wird's übelst laut. Jetzt, tut mir leid, Leute, ich kann den Sound nicht laut. Kommt ein Heli? Ich muss da auch nicht mal leider fahren. Nee, der ist gerade losgeflogen. Boah, Alter, diese Lautstärken. Der ist von... Oh, ich sehe es nicht. So, aber komm mal zu mir. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt fliegen darf, weil ich keine Fluglizenz habe. Ich habe eine Fluglizenz. Oh, was, Alter, wir könnten einen Hummingbird kaufen? Oder nee, warte mal hier. Gib mir das Geld, ich kann den kaufen. Ich habe einen gekauft. Ein Orca? Egal. Ja, ein Orca, wo ist er denn? Was ist denn mit unseren Fahrzeugen? Hier ist er. Was? Boah, hier, Alter, wie dunkel. Hier. Okay, Malou, du hast doch den Schlüssel zu dem LKW, ne? Ich muss nicht mehr muten. Ja, habe ich. Na, dann mach doch mal. Ich fahre den mal rüber, dann können wir den mal umladen, die Ware. Ja, genau. So, ich mache jetzt erstmal hier Licht an. So, alles klar, Motor aus. Wieder, okay, also ich habe hier Licht an. Du siehst ja den Lichtpunkt, ne? Ey? Warte. Ich muss gerade nur abschließen, dass hier nicht irgendwie Theater kommt. Wo bist du? Achso, ja, warte mal. Den Punkt sehe ich, ich sehe ihn. Ja, genau, da steht der Heli. Ich war ganz lange in Vietnam. Hier ist noch eine Waffe. Soll ich die mitnehmen? Ja, nimm die Waffe mit, Alter. So, ich bin da. Ich mach mal Licht an. Okay, so, dann... Genau, mach mal Licht an. So, und jetzt lass mal im Überladen hier. Jo. Warte, ich geb dir deinen Schlüssel. Warte mal eben, ich muss mein Hörgerät eben... Das können wir uns in mein Fahrzeug setzen. Okay. Oh, ich habe keinen Rucksack. Ach, oh, geil. Echt nicht? Naja, oh, woher nicht denn? Ist eben egal, es geht auch so. Leiser schnell. Ja, es geht aber auch sau schnell, weil wir sind fast durch hier. Schlimm, wenn du mit dem redest, dann mute ich am besten eben kurz. Ja, das... Kannst. Genau. Ah, achso, ja, den hätte ich damals erschossen. Ah, ich kann bestimmt dahin fahren. So. Geht aber relativ schnell, mit Rucksack ist das relativ easy gemacht. Ja, ich kann halt nur 8 tragen, aber was soll's, who cares. Ja, aber geht auch noch. Hey, warum geht das denn nicht? Jetzt sag nicht. Dann fahr ich sie nach Atira. Ist der voll? Nee. Was machst du denn da? Can't enter anything below one. Ja, dann gehen wir da weg. Lass mich mal ran. Ich muss mal eben, ich muss die Leute nach Atira fahren. Alter, ich häng fest wegen dir. Kann auch nichts dauern. Ich fahre jetzt einfach mal eben nach Atira, auch wenn ich nicht weiß, wo ich jetzt genau lang muss. Geh mal einen Schritt zur Seite. Ja, jetzt. Der Wagen ist jetzt voll. Der ist jetzt ernsthaft voll. Jo, wahrhaftig. Aber ist kein Problem. Ich nehme jetzt den Rest raus. Das müsste eigentlich ungefähr passen. Ja, drei Kupferbarren bleiben. Ja, okay, mehr kann ich auch nicht tragen. Aber ich kenne den Weg aber nicht. Ja, Klim ist in seiner eigenen Welt jetzt gerade. Ja, ist also. Dann, ey, Klim, wir hauen ab, ne? Klim, ja, wir bauen. Ihr seid mit einem Hubschrauber, ne? Ja. Könnt ihr mich dann in der Tiere abholen? Da ist ja eine Garage, dann kann ich mein Fahrzeug da reinpacken. Willst du fliegen oder soll ich fliegen? Ne, ich flieg schon. Schade. Das letzte Fahrzeug, wenn ich dir überlassen habe, hast du zerstört. Aber ihr müsst bitte immer dabei sein. So, los. Jetzt find ich den Weg nicht. Mach mal Positionslichter an. Ich bin noch nie nachts geflogen, Alter. Ne, das ist echt interessant. Aber du könntest Positionslichter noch anmachen. ACAB! Kollisionslichter. Ja, oder die. Meine ich ja. Die habe ich. Naja, es hilft wenig. Yeah! Ja, oder so war das doch. Hey, nicht das, hast du den LKW abgeschlossen? Die fangen jetzt zu singen jetzt bei mir, okay. Alter. Hab ich. Boah, Alter, es ist übel, nachts zu fliegen. Jo. Was, Junge? Ich sehe einfach gar nichts. Wenn einfach ein Berg kommt oder was weiß ich, dann fliege ich da einfach gegen, Alter. Was? Ich sehe überhaupt nichts. Dann hast du dann mach Innenperspektive, da hast du wenigstens ein bisschen mehr die Steuerelemente oder so. Ja, toll. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt blendet mich alles. Boah, was, Alter? Man sieht echt damals null. War das eine offizielle Straße. Wo ist denn unser Höhenmeter hier? Was machst du eigentlich, Klim? Warte. Der fährt mit den anderen Leuten. Geht das hier? Mute dich doch einfach, wenn du mit denen rumfährst.
Siehst du eigentlich da unten? Bitte schön, schönen Tag ja, noch. Ja, ja, sehe ich. Ja, aber sieht man dann auf der Straße, sieht man doch, ja, das doch, sieht man, auch. Krass. Aber das ist halt so schnell immer vorbei, dass du es nicht so wirklich mitkriegst. Wir müssen noch Klimm abholen, wo fliegst du denn eigentlich hin? Warum müssen wir Klimm abholen? Weil der gesagt hat, wir sollen ihn abholen, du Lappen. Oh, nee, Alter. Ey, weißt du, was ich gerade hier tue, südlich von Atira ist eine Garage. Hubschrauber fliegen. Ich fliege gerade nachts Helikopter. Tschüss. Und ich weiß nicht, was ich tue, Alter. Es kann einfach gleich sein, dass es einfach gleich ein Feuerball kommt. Vor allen Dingen müssen wir gucken, wo wir landen nach. So, jetzt ja, landen ist kein Problem. Das ist, da siehst du ja diesen Ball. Aber ja? Ich weiß gar nicht. Es kann zwischenzeitlich sein, dass wir einfach auf Kopf fliegen. Weil ich einfach nichts sehe, außer diesen Punkt. Der mir überhaupt nichts bringt. Ich sehe den gar nicht mehr auf dem Boden, den Lichtkegel. Nee, das heißt, dass wir hoch sind. So, ich oder muss mal gerade. Oder dass unter uns einfach nichts mehr ist. Ja. Um euch, ah, um euch auch mal eben. Oh, nicht zu niedrig! Wow! Um euch auch mal eben aufzuklären, ich bin gerade mit meinem Auto, habe ich die Verbrecher mitgenommen. Ich habe jetzt eine fette Waffe. Von den Polizisten, Alter. Also mit allem. Geil, das brauchen wir, weil wir auch so illegal gerade unterwegs sind. Ich sehe dein Auto, Alter, was hat das für ein Licht? Ja, ich muss nach da hinten zur Garage. Nein, siehst du mich? Ich muss zur Garage. Die ist 600 Meter von hier entfernt, bitte. Ich kann dich aber nicht abholen und dann dir die ganze Zeit jetzt hinterherfliegen. Das ist schon schwer genug hier. Nur zur Garage, das ist ja nur noch 300 Meter, du kannst gut Heli fliegen. Ja, ich sehe aber nichts, da bringt mir überhaupt nichts. Da mach doch, mein Gott, weißt du, genau. Weißt du, was ich gerade folge? Deinem scheiß Punkt. Oh. Weil du in der Gruppe bist. Kann man ja wohl die Helligkeit höher machen? Nee, ne? Nee. So, ich lande jetzt hier. Hier lande ich jetzt. Ja, da ist auf jeden Fall. Ja, muss ich den ganzen Flieg beleuchtet ist. Hey, warte mal. Da vorne ist ja der Flughafen. Kann er da nicht rüberlaufen? Oh, Klimm, ich ernsthaft, Alter. Wir sind jetzt so weit geflogen, damit du neben dem Flughafen parkst. Ich park doch nicht neben dem. Ich hab doch gesagt, ich park da unterhalb der Garage. Guck doch mal auf deinen. Ja, und der Flughafen ist direkt daneben. Ja. Kann ich was dafür? Warum fliegst du denn eigentlich weg? Hast du da was für gekriegt? Eine Waffe. Hat er doch gesagt. Wow, das war Gewitter, hast du es gesehen? Nee. Gewitter! Aber lass das Licht anklimmen, da sehen wir wenigstens was. Ist doch so. Der Wagen ist ja weg. Warte, ich schieß mal. Was? Ja, gleich. Bam! Helikopter in der Luft. So, ich hab jetzt keine Ahnung mehr, was da unter uns ist. Also es kann sein, dass ich jetzt gleich auf einer Mauer, auf einem Haus. Vorsicht, warte. Ich guck. Ich kann gar nicht hier durchgehen. Hier ist ein Zaun, ich komme hier nicht durch. Komm auf die Straße. Ja, lande einfach auf die Straße. Es knallt jetzt. Ich sag's euch jetzt, es knallt. Uah! Yay, Lander, du bist mein Held, Alter. Ist gut, warte, ich guck mal eben, was ich für eine Waffe hab. Nein, steig jetzt ein. Ne MXC. 3. Abflug in 3. Bist du drin? Ich bin drin, yo. Ja. Jetzt schön gerade hoch. Wir wissen nicht, was um uns ist. Oh, das ist echt scheiße, so zu fliegen, oder? Nö, kaum. Ist echt geil. Okay, Ego-Perspektive sieht man nichts. Man sieht einfach gar nichts. Aber ist cool, Alter. Wie die Stadt so beleuchtet ist, wenn man sich das so anguckt. Finde ich schon schnieke. Ja, ich finde der Helikopter, der Dingens ist richtig geil. Der Strahl von der Leuchtstrahl, ne? Nee, den Dingens muss ich angucken, die den Flughafen. Achso, ja, der sieht richtig geil aus. Wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Nach Kavala. Wir fliegen jetzt zum Kupferhändler, Alter. Was ist los mit dir? Ach ja, stimmt, wir haben Kupfer. Noch ein bisschen. Das war unsere Hauptmission. Alter. Ich glaube aber, das sieht nicht gut aus, wie das hier gerade abgeht. Ey, du bist auf 70 Meter, flieg mal höher. Ach stimmt, genau. Es gibt ja links diese Anzeige, ne? Ja, das ist genau, gar nicht so verkehrt. Siehst du die auch, Balui? Ja. Ja gut, dann kannst du mir sagen, sobald ich unter 100 gehe. Ja klar, du mich auch. Sag mir bitte, sobald ich unter 100 gehe. Sag mir bitte, sobald ich unter 100 gehe. Doch, ich mach dann mal die Map auf, weil man da noch was sieht im Gegensatz zum anderen. Genau, wir können einfach über die Map fliegen, Alter. Höhenmeter sind so egal. Wir sind auf 200 Höhenmeter. Hier hin, warte, ich mach mal ganz kurz hier. Es knallt sowieso gleich. Aber wir haben jetzt einen Helikopter, Alter. Leute, wir sind richtig aufgestiegen. Ja. Ja. Dafür haben wir einen Truck weniger. und Sandern LKW. Warum? Ich hab doch den LKW noch. Er meint seinen Geländewagen. Ach, den Pickup, ja. Leute, seht ihr da hinten die Autos? Da hinten sind Autos auf der Straße. Jo, da ist Autokorso. Ja. Was ist denn das? Keine Ahnung. Kann ich nicht gucken so? Warte, ich guck auch mal. Das sind Braden, Ida Bauer. Ja, das sind Zivilisten. Keine YouTuber. Also die dürfen das dann nicht quasi. Die dürfen dann hier gar nichts machen. Die dürfen noch nicht mal Roleplayen. Das ist auch kein Problem. Ich würde sagen, wir verkaufen noch das Zeug. Und dann würde ich sagen, war es das schon für die Folge, oder?
Ja, wir müssen jetzt echt mal, also 3 Kilometer oder 4 Kilometer sind da noch. Wow, dann müssen wir landen, dann im Schneider Zeug verkaufen, dann kriegen wir, weiß nicht, dann kriegen wir richtig dick Geld. Also wir gehen auf jeden Fall mit einem Plus aus der Geschichte hier raus. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, ich glaube, das war noch nicht. Oh, so da war schon wieder ein Blitz. Guck mal, da unten richtig Villa, Junge, beleuchtet. Ey, woher wissen die, wo mein Haus ist? Ich find altes Life richtig geil, aber die Nacht ist zu dunkel. Ja, ist auch so. Was scheiße, also ne? Voll dunkel, ja. Die Nacht ist realistisch, Alter. Ja, eben. Das ist genauso schlimm wie in DayZ. Also wenn es da Nacht war, hast du auch nichts zu sehen. Ja. Der ist ja auch auf der Armor Engine, ne? Ja, ja, genau. Wow, okay. Alter, die Blitze sind krass. Du bist so 122. Nein, du bist nicht unter 100. Bist du ein bisschen blind? Du bist unter 100. Ich seh die. Da hinten kommt ein Autowagen. Oder ist ein Heli? Wir sind direkt. Das ist ein Hummingbird von Krabs. Pass auf, dass der den nicht rammst. Da rechts. Rechts. Siehst du den nicht, wie er fliegt? Rechts. Ja, keine Angst. Wenn du so stehen bleibst, dann passiert nichts. Ich sehe gar nichts, Alter. Da sind doch Punkte, die sich bewegen. Ach, die mal. Mega weit. Ja, jetzt. Er war aber vorhin in deiner Nähe. Ja. Mal, wir sind doch schon im Landeanflug, Alter. Bitten Sie sich anzuschnallen. Piu. Das sind noch 2 Kilometer. Warum willst du... Hä, was? Hä, der ist direkt hier. Ja, nein, ich hab falsch. Nein, ich hab. Ja, ja, ist gut. Aber ich glaube, wenn du so landest, landest du auf einem Gebäude. Zumindest laut Map. Ja, ich lande auch neben der Laterne, Alter. Mach das. Lande da doch auf der freien Fläche da vorne. Mach ich doch hier. Ja, auf der Autobahn. Das ist die Straße. Ja, ich sehe schon, dass gleich ein Wagen kommt. Bumm. Oh, ich bin. Ja, genau. Weil auch alle so behindert fahren wie Klim. Ich bin nicht behindert gefahren, ich hab ihn einfach nicht vorbeigelassen. Mit Ankündigung. Ja. So. Mit Ankündigung, sehr nett. Guck mal, ey, Balui. Guck mal meine Waffe. Alles klar, let's go. Guck mal. Komm. Karl-Heinz, guck mal meine Waffe. Ja, komm. Girl, Schnieke. Ich will das Auto leer machen hier, den Helikopter meine ich. Ja, ja, mach mal keinen Stress. Wo ist denn der Spacko? Ich hab gar keinen Schlüssel. Wie kann man die Waffe nochmal wegstecken? Da ist er, ich hab ihn. Wo ist er? Wie kann man die Waffe nochmal wegstecken? Ja. Mit Shift A. Dann holst du das für sie. Für einen Kupferbarren gibt's 1500. Shift H. Geil. Wir gehen auf jeden Fall mit einem Plus hier raus. Wie kann ich? Ich kann die Waffe nicht mit Shift H wegstecken. Doch, dann tun wir doch einfach so sie ins Inventar. Ich hab keinen Rucksack. Hast du gehört, Klim? Ja, was denn? Für einen Eisen, für einen Kupferbarren gibt's einfach 1500. Also wir werden auf jeden Fall nicht reich. Ich kann nichts machen, weil ich den Schlüssel nicht habe. Aber ich habe eine Waffe, das heißt, ich könnte euch rein theoretisch töten jetzt. Ja, mach mal, aber dann wirst du auch gesucht. Dann bist genau, bei Louis, das ist dein größtes Problem. Dann wirst du gesucht. Dass er gesucht wird. Dann bringe ich mich einfach Roleplay-mäßig um und dann geht das schon. Du hast Leiden. Da, das Ding ist leer. Yo. So, und wir sind dann schon am Ende wieder angekommen. Ne? Genau. Müssen wir nochmal eine Bilanz ziehen. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz gucken, wie viel Kohle wir gemacht haben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich vermisse Early. Ja. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall zu wenig Geld gemacht. Ich habe jetzt 757.000 Euro Cash auf der Tasche und 1 Million auf dem Konto. Wie viel hast du noch, Klim? Du könntest mir mal lieber meine Kohle geben, die Million, die du aufgehoben hast. Ja, ich hab irgendwie 100.000 noch auf dem Konto oder so. Warte, da kann ich nachgucken, ne? Ja, 118.000. Ja, ich habe jetzt 523.000 dabei. Ja, hier. Ich hab dir jetzt 700.000 gegeben und jetzt speichere ich nochmal. Eine Runde. Oh, seit geil. 13 Sekunden keine Nachricht. Ja, ich glaube, der Server ist down. Oh nein, ja, glaube ich auch. Aber ist ja optimal. Wir haben ja jetzt die Folge an dieser Stelle beendet. Richtig, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Genau, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefallen hat. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.